Miau und willkommen zu diesem Video, in dem ich den Monat Februar 2020 noch einmal Revue passieren lassen möchte. In diesem Monat wurde das Projekt Shinrai Broken Beyond Despair erfolgreich beendet und das Projekt Crystar startete. Und nun folgen die Highlights. In situations like this, he was willing to do literally anything at her command and Barachan was fully aware of that. Also tatsächlich so eine verzogene Göre. Others would have probably taken advantage of it, but she wasn't that kind of person. Also doch keine verzogene Göre. bei Banana Tablet Phone hatte ich erst irgendwie so daran gedacht, halt an so ein Telefon, was echt aussieht wie eine Banane. Wo ich mir dachte, warum will man sowas haben? Also hier wissen wir schon mal, da ist ein Affe gestorben. Ohne Scheiß, diese Line, die klang einfach im Englischen so viel besser und so weniger affenartig. Das klang in der englischen Version klang das, als ob da wirklich gerade jemand einen psychischen Kollaps hat und so richtig austickt. Aber das war ja gerade, das klang wirklich wie ein Affe. Der könnte sich bei Deadly Premonition als Eichhörnchen bewerben. Why do you think I'm dressed like this? Weil das eine Halloween-Party ist. Also, wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwen rumzubekommen, ziehe ich mir dafür nicht ein zerfetztes, blutverschmiertes Zombie-Kostüm an. Und er mag es nicht, Unterwäsche zu tragen. Also, wir alle wissen, was sich hier unter dieser Beule befindet. Wenn er es nicht mag, Unterwäsche zu tragen... ich hoffe, er zieht sein Kostüm nicht aus. Ach ja. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil das sind so diese typischen JRPG-Oldschool-Schrittgeräusche. Klock, 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 klock. Ach man, ey. Als ob man so laut ist, wenn man sich umdreht. Think about it. For a demon that was born, raised in hell, hell naturally would become its home. So it would probably think of the human realm as hell. What? Das macht so keinen Sinn. It's just like, you know, vice versa. For us humans, the human world is our home and the demon world is hell. So, logically for a demon, the demon world must be home and the human world hell. Aber müsste nicht der Himmel für die Dämonen Hölle sein? I'm kind of disturbed by the fact that you just used the word logically in that context. Ja. I don't want him to sneak into your rooms or something, so I'd rather have him locked. Yeah, good point. Wer weiß, was der da drin macht. I still remember how he snuck into our rooms on that last school trip. And we caught him sniffing at my underwear. Aha. While wearing mine. Oh Gott, es wird ja noch schlimmer. Oh Gott. Du wunderst dich echt über das Schwert am meisten? Ich würde mir viel mehr, würde ich mich drüber wundern, dass dir Flügel aus dem Arsch wachsen. Oh mein Gott. Wie kann man denn das Wort happy, wie kann man das Wort happy verkacken? I simply couldn't bring myself to tell her the truth. Oh! Wie so ein kleines Kind, dem man nicht sagen möchte, dass die Zeichnung, die man an den Kühlschrank hängt, scheiße war. They're gonna crash into each other and kaboosh! Their limbs and guts are gonna rain down everywhere. Genau das passiert, wenn zwei Hexen mit einem Besen gegeneinander fliegen. Dann platzen die einfach. Alrighty then. Just about midnight now, so I guess it's time to kick off the main event. Ja, main event, main event, main event. Los jetzt. Well, almost. You're an eyesore. Ihr seid alle Eyesores. Und das hat nichts mit Apple zu tun, auch wenn die gerne vor alles ein Ei packen.
Stellt euch mal vor, Apple bringt so eine VR-Brille raus, von der man richtig Augenkrebs kriegt und nennt die Eyesore. Das fände ich schon wieder lustig. And some of my worst nightmares take place there too. Wenn er die Seife fallen lässt oder was. You're dreaming a lot about being in prison? Yeah, kinda. The other night I had a dream, that dream again where I was dropping the soap in the shower room and well... Genau das habe ich doch gerade gesagt, ne? Let's say the other guys had some fun with my butt. The hip technique of that old cabron wasn't that bad actually. Too much information. Warum redet er über die Hüfttechnik? Indeed. And judging from his expressions, it couldn't have been that much of a nightmare for him. Was stimmt mit dem Typen eigentlich nicht? Forget I asked anything. Oh, alright. Well, can I ask something then? What? How often do you two beautiful senoritas masturbate a week? Was? Seit wann hat sie diese Fledermaus auf dem Kopf? Hier, seit wann hat sie das auf dem Kopf? Das hatte sie vorher nicht, oder? Mir fällt das zumindest erst jetzt auf. Ach, das gehört zur Hintergrunddekoration. Das gehört einfach zur Hintergrunddekoration. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein neuer Hut, den sie da aufhat? Wird denn jetzt hier Kotoba auch mal wieder bewusst? Was ist das Gegenteil von bewusstlos? Wird er wieder bewusst habend? Bewusst reich? Bewusst besitzend? Bewusstig? Thank you. Hat da also, ich stell mir das gerade vor, da muss ja jemand, ne, als sie das Spiel gemacht haben, jemand in der Tonkabine gestanden haben und wuff eingesprochen haben. Und zwar verschiedene Zeilen, einfach nur mit wuff, wuff, wuff. Kam der sich nicht irgendwie blöd vor dabei, dass das sein Text war? And I'm wondering, what's it about? Hentai Manga aren't particularly well known for their elaborate plots. I was more thinking about, you know, what weird fetishes Kotoba might be into. I'd rather not know. Weird? Hmm? Can't open the first few pages. Bah! They're kinda glued together. Ja, super, Alter. The cover's all sticky, too. And there are stains everywhere. Ich würde das nicht anfassen, wenn ich du wäre. It's like someone spilled something sticky all over it. Ew, warum? What do you mean, ew? That I'd rather throw it away if I were you. Huh? Wait a sec. You ain't telling me this is... Utter disgust spreading across her face, Barachan immediately threw the manga away. Wahrscheinlich hat er das sogar, während alle anderen da waren, da gelesen und die Seiten verklebt, ne? That even rhymes, so it's gonna be true. Ja, so funktioniert das, ne? Sobald Sachen sich reimen, stimmt das einfach. Ich gehe um den Teich und ich bin reich. Das reimt sich. Ich bin reich. Es stimmt. Maybe it was just an accident. Ja, klar. Sie hat da dieses Seil hingehängt, ne? Weil sie meinte, das sieht so viel schöner aus. Und dann ist sie gestolpert und mit ihrem Nacken durch die Schlinge gerutscht. Und auf einmal hing sie da. Das passiert ständig, ne? Vor allem ist sie auch zufällig da oben hingegangen und dachte sich, in dem einen Raum hier fehlt eine rote Schnur an der Decke. Just to be clear, I'm only thinking of you when I'm fapping. Dude, what the hell? Don't tell her stuff like that. Why not? It's a compliment.
She's pure grade A fapping material. Just like Nobara-chan. And Mika-chan. And Carmen-chan. And Momoko-chan. And... Them fools! Why would you have a ventilation shaft if you could turn it into a giant speaker? Im Heizungskeller. Im Heizungskeller. Wo man fast nie drin ist. Wer will im Heizungskeller einen Lautsprecher haben? Wow, does Rhee always put this much effort into her parties? Ich habe gerade erst Panties gelesen. Okay, das wäre etwas seltsam, wenn jemand sehr viel Effort in seine Panties packt, aber da stand ja auch Partys, ne? What kind of movie is that? Mika has no clue, but Mika liked the cover. It looks pretty epic, Aku. Well, let's take a look at the back and see what it's about. Mika? Aku? Hat sie ein Hentai gekauft? This is a hentai? This is a hentai movie? Aku? Mika thought it was some kind of fighting anime. Ja, die kämpfen, nackt im Bett. Well, there kinda is some fighting involved. Oh my. Should Mika take it back to the store? No. Be able to hear us. Jetzt weiß ich, wer die Tür verschlossen hat von innen. Die fette Spinne. Problem gelöst? Alles gelöst, die Spinne ist schuld. Ich wusste schon immer, dass diese Dinger uns irgendwann mal den Tod bringen. Was geht hier vor? Sehr schön, wie das geschrieben war. Vor. Ich will immer noch gerne wissen, warum hat das alles gemacht. Ihr könnt mir jetzt nicht einfach sagen, dass sie das alles geplant hat und gemacht hat, aber dann mir nicht mal sagen, warum? Das finde ich nicht zufriedenstellend als Auflösung, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine Psycho-Antwort bekomme, warum sie das gemacht hat. Ich möchte gerne in die Abgründe ihrer Seele starren. Ich habe gerade viel zu lange darüber nachdenken müssen, ob ich darauf eingehen wollte, dass sie etwas in einen Slit stecken wollte. Maybe then Mika will finally get a chance to scare Raikos panties wet. Sounds fun. Ja, wet panties klingen immer nach fun. Why hello there, you sexy ceiling light. Tell me, what do I need to turn you on? Oh Gott, das war... Boah, war der schlecht. I'm always serious. Sagt sie mit den Katzenohren auf.